Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir, weil heute Weltlachtag ist, zu einem jungen Mann, der immer dafür sorgt, dass die Leute gut gelaunt sind. Er ist Sänger, Comedian, Schauspieler und Musical-Darsteller und war schon häufiger bei uns zu Gast. Heute zu Recht wieder, meine Damen und Herren, hier ist Teddy Teclebrand. Teddy Teclebrand. Ich fahr schon mal rüber, ja. Nimm Platz, nimm Platz. Hast du alle begrüßt jetzt? Ich glaube, ich komme nachher. Machst du das bei deinen Gigs immer so? Es geht 2 Stunden lang so. Ja. Und dann ist die Show vorbei. Und dann sagt, vielen Dank. Ja. Wie geht's? Ey, danke. Ey, I'm blessed, man. Ah, yeah, you're blessed. I'm blessed. Warum? Because I'm alive. Okay, okay. Ja. Was hast du für ein Shirt an? Angelo Merte-Shirt wieder. Ich hab's gewaschen. Okay. Und dann habe ich es jetzt wieder angezogen. Okay. Kennst du das nicht mehr? Nee. Ich hab's schon mal angehabt. Echt? Interessiert dich mein Leben? Geht so. Aber warst du nicht mal Musical-Darsteller? Hier in Köln? Ehrlich? Weiß ich nicht. Das hab ich noch nie gefragt. Hab ich dich noch nie gefragt? Das hast du nie gefragt, ob ich Musical gemacht habe. Ich hab dich doch letztes Mal schon gefragt, ob du Musical darstellst. Ehrlich? Ja. Ich glaube, du hast mich jedes Mal gefragt. Hab ich dich jedes Mal gefragt? Jedes Mal hast du mich gefragt. Weil es immer hier drin steht. Und ich mich immer frage, warum schreiben die da immer rein Musical-Darsteller? Unfassbar. Du hast mich, ich war jetzt wie viel Mal da? 4 Mal oder 5 Mal? Ja. Du hast mich immer gefragt. Ja, wir haben einen Beweis dafür. Wie, ihr habt einen Beweis dafür? Gucken Sie mal. Ja, aber das ist doch, ich beschreite das doch gar nicht. Gucken Sie mal. Wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Du bist ja ein bisschen untypisch in dieses Geschäft reingegangen. Ja, ich war ein Jahr beim Musical, bei Hairspray. Okay, hier in Köln? Hier in Köln. Mit Uwe Ochsenknecht und Malte Kelly? Genau. Da hast du was gemacht, gesungen? Genau, und hab da Seaweed, die Rolle, hast du es gesehen? Nein. Nicht. Stehst du nicht auf Musicals? Bitte? Ich finde Musicals super.
Du hast hier in Köln auch mal ein Musical gespielt, das habe ich jetzt heute erfahren. Ja, du warst Musical-Darsteller. Genau dasselbe hast du mich letztes Jahr gefragt. Du warst ja mal ein Musical-Darsteller, richtig? Genau. Das hast du mich noch gar nie gefragt. Habe ich noch nie gefragt? Noch nie. Nee. Ich war jetzt schon viermal da und du hast mich dreimal schon gefragt, ob ich beim Musical war. Echt? Und jetzt zum vierten. Was hier immer drin steht. Nee, ist ja noch nicht mal Zufall. Ich frage Martina Hill auch immer, ob sie mit Terence Hill verwandt ist. Jedes Mal. Ja, willst du mich jetzt mal fragen? Hast du gerade schon, ne? Was denn? Musical? Nee, ja. Will ich jetzt auch nicht mehr wissen. Willst gar nicht wissen. Aber, ich war aber bei Musical. Wo denn? Bei Hairspray. Hier in Köln? Mit Uwe Ochsenknecht und Martin Kelly. Ja, ja. Die Rolle Seaweed gespielt. Warst du schon mal da? Wo? Bei Musical. Musical never. Never. Ja. Doch, ich war mal im Musical, hab selber auch schon mal im Musical mitgespielt. Was hast du gemacht? Dingens, wie hieß denn das noch? Night Fever oder was? Ich war auch hier in Köln, da habe ich mitgespielt. War geil. Da habe ich eine kleine Rolle bekommen. Also auch Spaß, nicht, hey, nicht ernst. Nicht ernsthaft. Ich habe ja richtig Geld damit verdient. Nee. Richtig Money gemacht. Eigentlich ist es doch immer so, wenn man weder richtig singen noch richtig tanzen kann, geht man zum Musical. Weil wenn man richtig singen könnte, würde man Sänger, wenn man richtig tanzen könnte, würde man Tänzer. Aber wenn man beides nicht kann, dann geht man zum Musical. Geht man dann nicht zum Musical? Ja, aber ich habe ja richtig, ich kann ja alles richtig geil. Also ich kann richtig geil tanzen, also richtig geil. Ja. Singen kann ich richtig geil. Ja. Und was war das andere? Schauspielern. Habe ich nicht gefragt, nee. Okay, dann nehme ich es zurück. Das dritte kann ich auch richtig geil. Ja, okay. Wir machen erstmal ein kleines bisschen Werbung und dann zeigst du uns mal, wie geil du alles kannst, meine Damen und Herren. Teddy, Teddy Tiklebrand bei uns. Das hier ist deine aktuelle Show, die Teddy Show. Genau. Da ist ja dein ganzes Programm drauf auf der Scheibe. Genau. Du bist Produzent. Du bist Executive Producer. Du musst das auf Englisch sagen. Ja? Producer. Actor. Actor. Was war aber Regie hat Kurti Pongratz gemacht. Der macht immer noch, hier Musikantenstadel macht der genau. Normalerweise. Genau. Ja. 700 Euro gezahlt, der war ein Start. Okay. Der Typ ist der Beste. Ja. Shout out to Kurti. Shout out to his whole family. And his friends. And his girlfriend. And his brother. So, wenn Sie. And his sister. Wenn Sie Teddy mal live sehen möchten, dann finden Sie alle Termine unter teddy-show.de. Internet, komplett. Nee. Du kannst alles im Internet finden. Du hörst bald auf, gell? Ja. Sei, weißt du, wie ich geheult habe, als ich das mitgekriegt habe? Oh. Tu mich nicht anfassen, hör auf in den Schatz. Weißt du, wie bist. Ja, lass es. Schade, dass du aufhörst. Ich sag dir das ehrlich von Herzen. Du warst immer da. Im Fernsehen. Absolut. Ich war 6 Jahre arbeitslos. Ich hab jeden Tag geguckt. Jeden Tag. Ja, echt? Alles hab ich gesehen. 6 Jahre? Na, das ist Bastard, alles. Schade, ich sag dir das nicht. 6 Jahre arbeitslos? Du warst 6 Jahre arbeitslos? Du warst 6 Jahre arbeitslos? Nein, du hast doch ein Musical gespielt. Nicht ich, das war der andere Typ. Ach so, du hast jetzt ja du hast eine andere Jacke an jetzt. Dann... Was erzählst du da? Bist du nicht mehr Teddy Tiklebrand? Schon längst, ich habe einen Illusion geschaffen. Ich bin weg. Der Typ ist nicht mehr da. Ah, das, wenn das eine Illusion ist, ne? Weißt du, wer das war? Das war die! Ja! Das war die! Ja, absolut! Angel Marte! Kennt ihr euch? Natürlich, ich war mit der zusammen. Ja. Wir waren zusammen, Jugendherberge damals.
gute Zeit gehabt. Okay. Wo ist denn Intensivzeit. Okay. Wo ist dein nächster Gig? Sehr Intensivzeit. Ja. Nächster Gig, meinst du Musik? Ja, nee, Show. Show, Entertainment. Ja. Nächste Entertainment-Show, Köln, komm ich bald. Wann? Keine Ahnung. Hamburg City, wann? Keine Ahnung. Stuttgart, wann? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Komm überall hin. Okay. Wo? Keine Ahnung. Ich weiß es. Das hier ist die aktuelle DVD. 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 DVD mit der Teddy-Show. Alle Termine und sonstige Informationen finden Sie auf seiner Homepage teddy-show.de. Vielen Dank, dass du da warst. Wir müssen schon gehen. Ja. Das war ein letztes Mal hier und du willst mich schon rausschmeißen. So ist es leider. Kann ich im Publikum sitzen? Ja, gerne. Nein, wo? Besser nicht. Ich soll gehen? Doch, ja, kannst du auch ins Publikum setzen. Kann ich hinsetzen, das sind 15 Minuten. Ja, kannst du machen. Ich habe meinen Freunden erzählt, ich bin eine halbe Stunde da, weißt du? Okay. Ich sitze da oben, okay? Okay. Ich komme dann zwischendrin runter, okay? Teddy, take it back!